Lungenerkrankungen sind vieldimensional. Sie betreffen die Atemwege, das Lungengewebe und das Lungengefäßsystem. Dennoch liegen ihrer Entstehung gemeinsame Mechanismen zugrunde. Die Wissenschaftler im DZL nutzen diese als Ansatzpunkte für innovative Präventions-, Diagnose- und Therapieoptionen. Drei Hauptperspektiven haben sie definiert, um die Krankheitsbereiche übergreifend zu untersuchen: entzündliche Prozesse, Reparaturprozesse und Proliferationsprozesse. Im DZL arbeiten mehr als 170 Wissenschaftler und deren Arbeitsgruppen an 5 Standorten zusammen. Jeder Standort ist mit Expertisen und Infrastruktur auf bestimmte Aspekte der Lungenerkrankungen spezialisiert. Mechanismen werden bis ins Detail erforscht. Das integrative Forschungsdesign ermöglicht, dass neue Erkenntnisse sofort in den Forschungskontext einfließen. Das DZL hat dadurch das Potenzial, Lungenerkrankungen von den molekularen Ansätzen über klinische Versuche bis hin zum Management im Gesundheitswesen umfassend zu erforschen. Durch die Bündelung von exzellentem Know-how und Hightech-Infrastruktur im DZL werden Erkenntnisse gezielt in die Anwendung überführt. Am Universitätsklinikum Gießen und Marburg ist Professor Werner Seeger Direktor des Departments für Innere Medizin 2. Er ist der Sprecher des DZL. Sein Forschungsschwerpunkt: Lungenhochdruck. Zum Standort Gießen gehört auch das Max-Planck-Institut für Herz- und Lungenforschung in Bad Nauheim und die Philipps-Universität in Marburg. Ein Thema der Wissenschaftler hier ist Asthma bronchiale. An der Heidelberger Uniklinik leitet Professor Markus Mall das Translationale Lungenforschungszentrum. Zum TLRC gehören auch die thorakale Radiologie, die Thoraxklinik, das European Molecular Biology Laboratory und das Deutsche Krebsforschungszentrum. Schwerpunkte am Standort Heidelberg: Mukoviszidose, COPD und Lungenkrebs. An der Medizinischen Hochschule Hannover ist Professor Tobias Welte der Direktor für Pneumologie. Lungenerkrankungen im Endstadium, Lungentransplantationen und Asthma sind hier wichtige Forschungsschwerpunkte. Die Leibniz-Universität Hannover und das Fraunhofer-Institut für Toxikologie und experimentelle Medizin ergänzen den Standort. Das Comprehensive Pneumology Center in München verzahnt als Translationszentrum die experimentelle und die klinische Forschung. Professor Oliver Eichelberg ist hier Direktor. Eichelberg leitet außerdem das Institut für Lungenbiologie am Helmholtz-Zentrum München, deren Forschungsschwerpunkte Lungenfibrose, kindliches Asthma und die Regeneration von Lungengewebe sind. Am CPC arbeiten Wissenschaftler der Ludwig-Maximilians-Universität, des Klinikums der Universität München und den Asklepios-Kliniken in Gauting zusammen. Am Krankenhaus Großhansdorf bei Hamburg ist Professor Klaus Rabe ärztlicher Direktor und Chefarzt für Pneumologie. Asthma, COPD und Lungenkrebs sind die Hauptthemen des Standorts. Zu dem Verbund gehört auch das Forschungszentrum Borstel der Leibniz-Gemeinschaft, die Universität zu Lübeck, unter anderem mit der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin, und die Christian-Albrechts-Universität Kiel mit den Bereichen Humangenetik und Biologie.